Jo, liebe Leute, wieder zurück mit Pokémon und Pokémon Let's Go Evoli. Genau so ist es. So, weiter geht's heute in Richtung Urania City. Bis dahin möchte ich auf jeden Fall noch kommen, weil ich dann quasi ein bisschen offscreen weiterkomme. Dann kann ich mir auch irgendwie mal versuchen, einen Mondschein zu besorgen, damit wir irgendwann mal die Weiterentwicklung von Nidorino sehen. Also Nidoking dann. So, erstmal kurz die Pokémon ein bisschen aufheilen. In der letzten Folge haben wir Misty bezwungen und einem Rocket-Rüpel eine gestohlene TM entrissen. Jo, und dann, wie gesagt, jetzt heute über die nächste Route. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob welche das ist. Nur hoffe ich, dass wir bald das nächste Teammitglied fangen. Route 5 ist es jedenfalls hier erstmal. Ich gucke mich jetzt gerade noch schnell hier um, weil hier gibt es auch noch etwas. Habe ich Pummel davon gefangen? Nein. Pummeluff habe ich noch nicht gefangen. Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass es jetzt gerade nochmal meinem Pokéball bleibt. Oh yeah, ein fabelhafter Wurf. Und dieser fabelhafte Wurf beschert uns dieses Pummeluff. So, dann haben wir das. Und das brauchen wir nicht im Team. Ich gucke nur gerade weiter, ob ich hier noch was habe. Jedenfalls so ein Item hier. Drei weitere Superbälle. Und ein mysteriöses Gebäude. Hallo, junger Mann. Ich bin überall als der Super-Spezial-Opa bekannt. Du fragst dich sicher, warum das so ist, oder? Dieses Geheimnis kann ich einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer verraten. Wenn man zu einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer wird, na, indem man sich den Titel des Champs verdient. Okay. Willkommen in meiner Pokémon-Pension. Hier können Trainer ihre Pokémon in meine Obhut geben. Ich kümmere mich um sie und halte sie fit. Also, wie kann ich dir helfen? Oh, gar nicht. Naja, das verstehe ich. Vielleicht beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ah, das war so eine Pokémon-Pension. Okay. Dann ist es tatsächlich auch so wie den Originalspielen. Bei Pokémon Gelb habe ich ja jetzt Bild. Und vorher haben wir noch hier einen Aether, den wir mitnehmen wollen. Und dann geht's weiter über die nächste Route. Nein, ein Aether auch nur. Drei Nanabärm. Oh, guck mal, da unten steht ja der gute Jan, unser Rivale. So, Pokémon. Box. Okay. Doch. Ja, ist ja ein Team gefangen. Okay. Markieren. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Kann ich jetzt Pokémon, mehrere Pokémon? Ah, genau, okay. Kann ich, ja. Dann sortiere ich mal mein Team ein bisschen um. Die Radfahrt sind so, die brauche ich ja nicht alle. Taub sie auch nicht eigentlich. So, dann kann ich jetzt die ganzen Pokémon alle verschicken. Ich habe den Nachricht schon Brüssel erhalten. Vielen Dank für diesen Transfer. Das bringt mein Vorschlag sicherlich voran. Laut meinen Aufzeichnungen sind bisher 5 Klötchen geschickt. Der Knopfenser ist ein äußerst beeindruckendes Pokémon. So, danke jetzt eine Belohnung, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Damit sie wird sich stärker machen. Flutbonbon, Rissbonbon, Stärke Bonbon. Okay, ich habe einige Pokémon bekommen. So, dann haben wir das jetzt ein bisschen gemacht. Dann haben wir ein bisschen das gefangene Zeugs aussortiert. Dann kriegst du jetzt auch 2 Energiebomben. Initiative steigt.
Ja, hier wollte ich jetzt ein bisschen den Angriff. So, Pikachu steigere ich jetzt wahrscheinlich mit dem Rufusbomb und die Verteidigungswerte, ja. Mentalbomben. Spezialverteidigung, okay. Und Robustbonbon. Ach, reicht jetzt auf Level 30. Okay. Gut, dann haben wir das auch. Was möchtest du jetzt? Oh, Heckelf! Da kommt man anscheinend nicht durch. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Da drin ist es bloß ein kleines bisschen dunkel. Huch. Halt mal kurz still. Dein Haar zur Glitzert. Guck mal, das hat sich da drin verfangen. Ach, ein Beleber, okay. Mit einem Beleber kannst du ein besiegtes Pokémon wieder kampfbereit machen. Hier, ich habe auch einige Sprachen davon dabei. Ich gebe dir noch welche ab. Und weitere zwei Beleber, okay. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir in der nächsten Arena aus der Patsche. Oh, sind das einfach Wurzelküsse oder was? Ja, klar, für dich ist auch eins. Oh, cool, danke. Boah, jetzt sicher ist, dass die Tickets für die MSN sind. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das um die ganze Welt schippert. Jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst an Bord zu gehen. Ein Traum wird wahr. Und du bist dir wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen. Versprochen. Dann sag, wo hast du diese Tickets überhaupt her? Was im Ernst, hast du von diesem sprechenden Pokémon gekommen? Na, verstehe. Das war in Wirklichkeit also ein Mensch. Oh Mann, ist mir das peinlich. Lass uns diese Geschichte bitte wieder ganz schnell vergessen, ja? Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann. Gut, dann machen wir uns heute wieder so eine Orania City auf. In der nächsten Folge erkunden wir Orania City. Und dann denke ich mal, in der übernächsten Folge gehen wir auf die MSN. Und dann sind es noch drei vor. Dann in der dritten Folge gehen wir dann in die nächste Arena. So, erstmal nehmen wir diese Sprühdose Schutz mit. Dann haben wir hier noch ein Lockparfüm. Und dann sind wir schon durch. Schon viele Leute haben in der Unterführung Dinge verloren. Das liegt wohl daran, dass es dort zu dunkel ist. Ja, und stimmt, einige Dinge haben wir jetzt gerade gefunden. Jo, dann sind wir jetzt auf der nächsten Route. Und zwar ist das die Route 6. Und dann haben wir hier einige Trainer. Ho, 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 ich zeig dir jetzt mal, wie ein echter Gentleman kämpft. Ich dachte, wir sind jetzt ein Weihnachtsmann oder so. Ach, er hat eine Nevoli. Und wir setzen unseren Nidorino ein. Gut, dann geht's weiter mit Doppelkick. Aber er fängt erstmal mit dem Rucksack-Keep an. Ja, du hast noch so eine scheiß Top-Genesung, Alter. Ganz oft. Gut, dann haben wir das Evoli auch weg. So, meine Katze. Und Evoli reicht, wenn wir 19 Uhr gerade dabei sind. Und dieser Gentleman ist besiegt. Jetzt habe ich doch glatt die Fassung verloren. Ich bin ein bisschen stark. Und wir versuchen uns dieses Tauboga mal mitzunehmen. Weil Tauboga haben wir noch nicht gefunden. So, was haben wir denn hier noch an Bällen?
keinen. Kein guter oder sonst was Wurf. Aber dieses Tauburger ist trotzdem drin. Gut, dann haben wir Tauburger jetzt auch auf der Liste. Check. Und 113 Erfahrungspunkte. Und das reicht für Pikachu Level 17. Solange geht unser Team hoch. Uns fehlen auch leider einige Teammitglieder. Tauburger ist es jedenfalls nicht. So, wir haben eine Kapsel Mega Block. Gar nicht dazwischen. Okay, wir müssen sie als Einzel besiegen. Ey, sag mal, wer bist du? Hör mal auf und zeig mich zu belauschen, ja? So. So, dann gehen wir mal auf Schaufler. Mal gucken, ob es dieses Pokémon irgendwie wegcheckt, geschaufelt zu werden. No, bisschen. Und noch eine kopflose hinterher. Gut, da kriegst du halt noch eine. Tschüss, Sandan. Und er hat zwei Pokémon jetzt. Das ist, ach, ein männliches Nidoran. Okay, dann kann ich ja dabei bleiben. Dann gehe ich nämlich auf Schaufler wieder. Und dieses Nidoran hat mal überhaupt keinen Stich gegen seine Weiterentwicklung. Und Level 19 für Nidorino. So. Gut, dann ein Beutelchen. Medizintasche. Ich habe ja genug Tranke gekauft. Ich will jetzt mal Nidorino mal wieder auf Level 19 schon mittlerweile. Pikachu Level 17 erst. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache, Mann. Das hat ja aber mein Freund auch schon gesagt. Jo, Picknickerin Nancy besitzt ein weibliches Nidoran. Und auch das sollte eigentlich mit Nidorino nicht das große Problem sein. Aua, ich hab Doppelkick. Ich meine, es ist Nidu. Das hat er dann tatsächlich mehr weggesteckt als das männliche Pendant. Ich glaube, das männliche wäre ein bisschen stärker. Na gut, dann machen wir uns jetzt kurz wieder drauf. Und. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Mach es ganz, ganz schnell kaputt. Gut, das ist jetzt mal Geduld ein, okay. Gesang wird nerviger gewesen. Und nochmal drauf. Speichert Energie jetzt. Mach es direkt platt, bitte in die Ruine. Ja, ich das. Und tschüss, Nidoki. Tschüss, Pummelhof. Gott sei Dank. So, diese Picknickerin ist besiegt. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir uns angucken müssen? Die beiden Pummel sind eher uninteressant. Gut, dann geht's hier weiter mit diesen Matrosen. Huch, dich habe ich hier noch nicht gesehen. Ist dein Team stark? Matrose Bastian! Tentara, okay. Tentara ist eigentlich ganz okay, weil Tentara ist vom Typ Gift.
und sollte gegen eigentlich gegen Nidorino nicht den Hauch einer Chance haben. So, im Original hat dieser Trainer hier tatsächlich einen Käfersammler mit dem Smetbo. Level 20er Smetbo, aber auch so ein Tacher kann ziemlich nervig werden. Also ganz, ganz schnell dieses Pokémon besiegen. Und das hat so kein Problem gehabt. Dieser Trainer ist besiegt. Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Pummeluff, ja, ich brauch dich nicht. Sondern ich möchte diesen Paracher hier oben mitnehmen. Oh, diese zwei Trainer hier noch. Ach, wir können gar nicht. Toll. Ich dachte, wir können einen Doppelkampf gegen sie mal machen. Du willst gegen mich kämpfen? Na gut, dann erfülle ich mal deinen Wunsch. Eine Picknickerin, und zwar Leonie. Und du hast einen Glumanda. Wieso hast du einen Glumanda? Und Chili haben wir auch schon gesehen im Kampf. Dieser Samen haben wir, glaube ich, schon gesehen. Und dieser Samen habe ich ja schon. Fehlen halt auch die anderen drei anderen beiden Starter. So, aber erstmal schaufeln wir uns hier mal kurz weg. Und tschüss, Glumanda. Ja, uns wird auch noch ein Feuer-Pokémon, uns wird ein Wasser-Pokémon. Und dann haben wir noch was frei. Müssen wir mal gucken. Könnt ihr mal einen Vorschlag machen, was wir im Team haben wollen? Was wir noch nehmen sollen. So. Was ist? Willst du von mir? Also, wie gesagt, Pauboga ist definitiv kein Teammitglied. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das habe ich noch nicht rausgenommen. Und erstmal dieser Camper Raphael mit einem Knuffenser. So, dann stapeln wir dich mal. Also Evoli, Pikachu und halt Nidorino. Da sind offiziell Teammitglieder, dann fehlen uns noch drei. Wie gesagt, ein Wasser-Pokémon fehlt uns noch. Dann fehlt uns natürlich noch ein Feuer-Pokémon. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch als nächstes nehmen. So. Ah, ich hätte dich ignorieren sollen. So, und dann sind wir durch. Wer bist du? Hast du gesehen? Die MSN liegt gerade im Hafen vor Anker. Ich habe vor kurzem einen Shiki gefangen, aber dieses Pokémon stellt einen Unfug an. Ich würde es gerne einem talentierten Trainer anvertrauen. Sobald du mindestens 60 Pokémon gefangen hast, können wir gerne nochmal drüber reden. Okay, für Glumanda brauchen wir also 50. Wie gesagt, brauchen wir 30, haben wir schon. Wie viel Shiki brauchen wir? 60, okay. Ah, wir werden nach und nach. Wir werden sie die drei Starter definitiv immer noch holen. Nur die Frage ist, wann halt wir. Schauen wir mal. So. Und dann haben wir heute in der Aurania City erreicht. Ich gucke gerade, wie die Uhrzeit aussieht. Ja. Gut, okay. Gut, okay, dann haben wir 20 Minuten ungefähr für die Folge gebraucht. So, Team. Weil da sind wir nämlich auch durch heute. Tauburger hier. Haus, Team entfernen. Liebe Leute, dann verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit der Erkundung dieser schönen Hafenstadt Aurania City. Bis dann. Tschüss.